Ja, Anni Cäsar, eines deiner größten Spiele oder wie würdest du das einordnen heute? Eines meiner größten Spiele? Ja! Ach so, schwer zu sagen. Also es war auf jeden Fall ein geiles Spiel, hat mega Spaß gemacht, war sehr umkämpft und ja, ist immer geil, gegen so einen guten Gegner zu gewinnen und ja, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ja, so ganz so einfach war es ja nicht. Also es ging ja wirklich auf und ab. Wie hält man da 2,5 Stunden, naja, 2¼ Stunden die Konzentration so dermaßen hoch, dass man das am Ende eben den entscheidenden Unterschied macht? Also ich glaube, man verliert immer mal kurz den Fokus in 5 Sätzen. Sorry. Aber dadurch, dass man das so sehr will und dass es ja Spaß macht, ist es auch relativ leicht, sich dann zu konzentrieren. Und dann ist man, es kribbelt dann auch so und dann will man unbedingt und dann klappt es meistens. Ist man da nochmal extra motiviert, weil es eben gegen Schwerin geht, weil ihr eben diese Saison noch kein Spiel verloren hatten? Ach, ich glaube, es ist dann im Endeffekt egal. Ich denke jetzt nicht drüber nach, ach, drüben steht Schwerin, sondern ich denke, drüben steht der Gegner, egal wer. Ich will gewinnen und dann spielt es auch keine Rolle, wer da ist. Nun geht es ja nächste Woche bereits wieder in Schwerin im Pokal gegen die gleiche Mannschaft. Heute war es sowas von knapp. Ja, was denkst du über dieses Spiel dann? Ich denke, dass wir alles geben werden und hoffentlich gewinnen werden. Es wird natürlich nicht leichter. Jeder muss 100% geben, aber ich bin der Meinung, dass wir das alles schaffen können und habe die Hoffnung, dass wir gewinnen, ja. Nun war es ja heute so, dass wir da tatsächlich das erste Geisterspiel hier in der Halle hatten. Wie sehr fehlen die Fans? Oh, ab und zu, das kommt vielleicht zu der Konzentration hinzu, es fehlt so der Hintergrund einfach, dass jemand dich durchweg durchs ganze Spiel pusht. Es ist leider sehr, sehr schade, dass sie nicht da sein können. Aber wir wissen ja, dass sie zuschauen. Man kann sich das einreden, dass sie da sind, dass sie vom Fernseher oder vom Laptop sitzen. Und dann hilft es auch ein bisschen. Wunderbar. Dankeschön. Danke.